Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 von Gothic 1 Quentins im Bande. Ich habe offscreen noch mal ein bisschen rumprobiert. Ich bin an den Snappern vorbeigerast oder gerannt, so gut es ging. Habe ein bisschen noch was aufgenommen und gesammelt. Ich habe irgendwie, ach, hier ist mal der Ring des Erzbarons. Und habe hier das goldene Schwert gefunden. Das ist zwar irgendwie ein schönes Schwert, aber sehr zerbrechlich. Das kann man wohl einfach nur verkaufen. Und ansonsten habe ich noch ein paar Scavenger abgemurkst auf dem Weg, aber ja, ich glaube, ganz ehrlich, die Komplettlösung ist, was das anbelangt, nicht auf dem neuesten Stand. Ich glaube, den Honigstängel haben sie durch einen Honigtabak ersetzt. Weil an der Stelle, wo der Honigstängel sein sollte, war nur ein Honigtabak. Und das ist halt ein bisschen bedauerlich, aber das, ja, da soll man auch vor gewarnt sein. Das ist halt nicht optimal, diese Lösung, auf die ich hier zugreifen kann, die der Roland 55, glaube ich, auch übersetzt hat. Die ist leider nicht die aktuellste Version oder nicht der aktuellsten Version des Spiels angeglichen. Dementsprechend, ich glaube, wir finden oder, also bei Fortuno kann man wohl einen kaufen. Notfalls kaufen wir einen, weil Alchemie so früh will ich nicht. Guck mal, da hinten ist der Jim wieder ein bisschen am Zaubern. Aber egal, das passt schon. Falls nicht, finden wir vielleicht irgendwo in der Wildnis ein. Wer weiß. Ich habe zwei neue Mitarbeiter. Prima, geh zu dem Jäger und sag ihm, dass wir uns am Weinort treffen. Na gut, ich mache ich, aber du hast mir etwas Erz versprochen. Ach so, ja, hier nimm. So, jetzt können wir endlich zu Firn und die Quest endlich abschließen. Ist ein bisschen hin und her gelaufen, gebe ich zu. Da gibt's schönere Designs. Schön, dass wir auch Bloodwyn hier gar nicht treffen gerade. Schön, dass der uns in Ruhe lässt. So, dann erledigen wir das doch mal. Dann ist die Quest endlich erledigt. Dann haben wir unsere Ruhe vor dem schon mal. Dann müssen wir auch noch irgendwie einen Jäger finden. Vielleicht wäre der derjenige, den man da hinten gesehen hat. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben ja in der Entfernung einen gesehen. Einen Jäger. Wie ist es der, den die hier suchen? Aber ich krieg die Krise, wenn ich da wieder hin muss jetzt. Dementsprechend gehen wir erstmal Naldur bekämpfen. Das war ja auch noch offen, neue Quest, die wir bekommen haben. Ja mal, du sollst dich mit Whistler treffen. Endlich, meine Truhen mit Fellen sind bereits voll. Ich danke dir für deine Hilfe. Ja, was ich aber blöd finde, Fern, dass du uns nichts mehr beibringen willst. Und ich weiß, dass du uns was hättest beibringen können. Und es ärgert mich, dass es nicht mehr geht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Dass der uns das hier nicht mehr angezeigt. Dass uns das nicht mehr angezeigt wird. Und der uns das nicht mehr anbietet. Das ist bitter. So, Naldur. Wo war dieser Knallkopf? Ich glaube, der war eher auf der linken Seite hier, ne? Vor allem, wo duellieren wir uns mit dem? In der Arena oder was? War hier Naldur? Tatsächlich. Guck mal, was ich noch alles weiß. Mensch. Hier haben wir nur Herrin und einen Schatten. Hallo Naldur. Alles klar bei dir? Mehr oder weniger dasselbe wie vorhin. Okay. Ich muss mit dir kämpfen. Oder muss ich das bei Skadi anmelden? Oder Erzbogen aufzuwerten, dass ich gegen Naldur verliere. Ich werde ihm dieses Vergnügen nicht gönnen und den Kampf gegen seinen Freund gewinnen. Ja, jetzt dann bei Skadi oder was? Ist ja immerhin ein Duell. Könnte ja sein. Vielleicht hat ja Matt sogar eine Quest für uns hier in der Mod. Das, wer weiß. Oh, guck mal an. Erstmal das. Du hast klar. Habe ich die drei überhaupt bekommen? Du hast klar. Ah ne, da haben wir schon geholt. Alles klar. Ich habe Neck gefunden. Ja, und wo war er? In der Höhle hinter dem Lager. Dort wuchsen eine Menge Pilze. Ja, und haben die Pilze ihn getötet. Naja, es waren auch Mallrats in der Höhle. Glaubst du, der Gardist hat sich von ein paar Mallrats töten lassen? Das bezweifle ich. Wie sah der Getötete aus? Hatte helle Haut und dunkles Haar, trug leichte Gardistenrüstung. Neck hatte auch eine solche, aber er hatte helles Haar. Siehst du, wie wenig du weißt? Es muss jemand anderes gewesen sein. Aber er trug das Amulett. Ist nur ein Gegenstand. Wie du weißt, gehen die Dinger von Hand zu Hand. Ich glaube, dass Neck selbst es ihm gegeben haben könnte. Er tötete jemanden und steckte ihm das Amulett zu, um seinen eigenen Tod vorzutäuschen und ins neue Lager zu entkommen. Vielleicht arbeitet er mit Sly zusammen. Immerhin war er derjenige, der mir sagte, ich soll nach dem Amulett suchen. Hab ich keine Ahnung von. Du hängst nur herum, halt die Augen offen. Vielleicht findest du was raus. Frag in Lager nach Neck herum. Fletcher könnte Informationen haben. Interessant. Finde ich gut.
Ich suche Leute für die Arbeit in der Mine. Lorenzo hat mir gesagt, ich soll eine Ablösung organisieren. Kannst du mir sagen, wer gehen könnte? Um in der Mine zu arbeiten, sagst du. Es wird schwer sein, jemanden zu finden, der im Guten dorthin geht. Aber mir kommt da ein Gedanke. Ein gewisser Togard ist ein Buddler, der ein Experte für verschiedene Mineralien hinter der Barriere ist. Er hat unter anderem von schwarzem Erz geredet und es untersucht. Ich denke, wenn man ihm sagen würde, dass man in der alten Mine so etwas Seltsames gefunden hat, würde er sicher so schnell wie möglich dorthin gehen wollen. Gibt es in dieser Mine außer magischem Erz überhaupt noch eine andere Art von Mineral? Oder soll ich ihn einfach anlügen? Da er ein Experte ist, wird er das bestimmt checken, oder nicht? Hör zu, es kann sein, dass es dort etwas gibt. Jeden Monat werden Berichte aus den Minen an das alte Lager geschickt. Sie werden zunächst von Lorenzo geprüft, dann gehen sie an Bartolo und dann an Gomez. Wenn in der Mine etwas gefunden wird, steht es mit Sicherheit im Bericht. Du könntest die Chance ergreifen und diesen Bericht aus Lorenzos Hütte stehlen und es selbst herausfinden. Es ist am besten, mit Fingers über den Diebstahl zu sprechen. Na, ziemlich riskant und im Übrigen nicht sehr sicher. Gibt es vielleicht einen anderen Weg? Geh zu Huno und bitte ihn um Hilfe. Gegen eine kleine Gebühr kann er den Guss vielleicht irgendeinen Mist hinzufügen, der das Erz in einen anderen Farbton färbt. Togar treibt sich wahrscheinlich irgendwo in der Nähe seiner Hütte rum. Du gehst einfach zum Südtor und gehst durch die Bresche, die links vom Tor ist. Danke für die Hilfe. Interessant, interessant, interessant. Und du hast auch neue Informationen? Ja, aber nicht umsonst. Jede Information kostet 10 Erz. Können wir das... Ja, das können wir, glaube ich, schon erübrigen. Erzähl mir von Sly. Offenbar weiß Sly etwas über Neck und etwas über Sly ist in den Bootlern in diesem Teil des Lagers bekannt. Es ist ein ziemliches Durcheinander. Danke. Fingers. Ich glaube, er ist wieder dabei, Leute auszurauben. Ich sah ihn in der Nacht, als er das Lager verließ. Vielleicht hat er was vor. Das weiß ich nicht genau. Scatty? Ein paar Informationen über ihn. Ja, hoffen wir, dass sie den Einsatz wert sind. Du weißt es vielleicht nicht, aber Scatty ist für die Versorgung des Lagers bei der Mine mit Waffen zuständig. Er bereitet die Lieferung von Stone vor, zählt sie genau ab und schickt dann einen Konvoi los. Er macht das nicht umsonst. Das Lager vor der Mine bezahlt uns mit Erz. Es sind keine großen Mengen, schließlich gehört uns die alte Mine. Jedenfalls darf er den größten Teil des Erzes behalten. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Berichte, die er an Gomez schickt, gefälscht sind. Nur ein Teil der Waffen geht in die Mine, der Rest wird von Scatty an andere Lager verkauft. Warum sollte er sowas machen? Verstehst du das immer noch nicht? Andere Lager zahlen ihm dreimal so viel, das bedeutet mehr Profit für ihn. Und Fletcher? Die Leute sagen, er hat viele Schulden bei Scatty, ihm fehlt das Erz, um sie zu begleichen. Und sucht er jemanden, der in seinem Gebiet Patrouille geht? Hast du was anderes Interessantes erfahren? Da sitzt ein Gardist im Gasthaus im eingestürzten Turm und tut nichts. Ich bin überrascht, dass Torus ihn noch nicht erwischt hat. Und er tut nichts. Fragen wir den mal wegen Fletchers Ablösung. Beziehungsweise erst gehe ich zu Scatty und will gucken, ob ich mit Naldo mich jetzt boxen kann. Und da hockt der Flint, aber der hat ja irgendwie nichts zu sagen. Ja, die werden bestimmt noch alle ihren Soll erfüllen. Okay. Du drückst Gomez, ich habe Beweise dafür. Wie kannst du es wagen, mich zu beschuldigen? Ich habe deine Falschmeldung hier. Die Butler wissen schon seit langem von deinem Betrug. Was wirst du jetzt tun, mich bei Torres melden? Vielleicht, ich warte auf deine Vorschläge. Nun, das Einzige, was ich dir verschaffen kann, ist Zutritt zu Gomez Hauptquartier. Wenn du mich nicht bei Gomez meldest, wirst du ins Hauptquartier der Erzbarone gelassen. Was mit den Torwächtern und Horus? Da kann ich nichts für dich tun. Die Wache am Eingang ist ein guter Freund von mir. Was soll das werden? Gut, verschaffe mir einen Zugang zum Hauptquartier der Erzbarone. Ich sag Horus nichts. Abgemacht. Will ich das? Eigentlich erstmal nicht. Ich meine, wir könnten Scatty auch ganz schön in Bedrängnis bringen. Wäre aber doof, bevor wir ihn von uns überzeugt haben. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin immer noch irritiert wegen dieser Geschichte mit Naldur. Das ist eine gute Möglichkeit, ihn zurückkehren, die Mine zu bewegen. Okay. Er bot mir an, 100 Erzbogen darauf zu wetten, dass ich gegen Naldur verliere. Ja, wo ist Naldur? Ist der schon irgendwie... Das sind Rono und Relga, die einzigen beiden, die hier in Ordnung sind. Was machen wir mit Naldur? Der ist doch noch hier, oder nicht? Hallo. Alles klar bei dir? Ja, das ist immer das Standard-Talk. Du pass auf, wir sind doch hier ziemlich in der Bredouille und so weiter und so fort und dies und das. Und können wir hier einfach so Leute umprügeln?
Nein, dürfen wir nicht. Komm her, du machst mir keinen Schaden. Gib's ihm! Mach ihn alle! Guter Warum macht er uns Schlag. Keinen Schaden? Also wir machen ihm keinen Schaden. Ja, das ist ja alles für die Katz. Okay, ich glaube, wir können Budler niederschlagen, aber nur, wenn kein Garotnik oder Gardist uns dabei sieht. Aber die geben gar keine EP. 2-3 EP sind nix. Ich mache das ein bisschen verrückt, dass der Naldur hier nichts vermeldet. Und wegen der anderen Geschichte. Nee, nicht Fletchers Ding. Ach Gott. Ach, das war auch hier neue. Egal, wir gehen erstmal zu Fletcher. So. Eins nach dem anderen. Und Fletcher ist gerade nicht hier. Das ist dieser Perrick. Die Leute sind schon hier am Gaffen, warten schon auf die nächste Show. Blöd, dass hier noch keine Show läuft. Togat ist der Typ da hinter dem eingefallenen, zusammengefalteten Turm, eingestürzten. Seltsam. Snuff sagt, Neges am Leben. Wovon redest du nochmal? Du hast doch gerade gesagt, dass er ins Gras gebissen hat. Gewisse Umstände haben sich geändert. Vielleicht ist die Leiche, die in der Höhle hinter dem Lager liegt, nicht die, nicht der Gardist, den wir suchen. Was machst du dann noch hier? Such diesen Schwachkopf. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar Hinweise geben. Ah, was für Hinweise zum Teufel? Du weißt doch, was alle sagen. Neck, wenn er noch lebt, ist im neuen Lager. Du musst da rein und anfangen zu suchen, bis du ihn findest. Verstehst du das? Darum geht's. Sobald du den Deserteur gefunden hast, reiß ihm den Kopf ab. Buchstäblich, ohne Umschweife. So ein Stück Dreck nützt uns nichts. Alles klar. Gucken wir direkt mal, ob wir hier noch fündig werden. Das ist wirklich nicht mein Problem dazu. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hä? Du hast mich gemeldet? Ja, ich nicht. Sie suchen dich aber und ich will dir helfen. Was meinst du damit, sie suchen nach mir? Sie denken, dass du ins neue Lager geflohen bist. Ach du Scheiße, und was soll ich jetzt machen? Mach dir keine Sorgen, Fletcher wird dir einen Platz in der Arena zuweisen. Ah, vielen Dank, mein Freund. Ja, das ist doch eine Kleinigkeit. Aber geht's, bevor sie merken, dass du die ganze Zeit nur hier gesessen hast. Lass mal. Ist auch eine bekloppte Idee, hier einfach rumzulümmeln. Immer wieder dieselbe Leier. Ich suche Leute für die Arbeit in der Mine. Lorenz hat mir gesagt, ich soll eine Ablösung organisieren. Kannst du mir sagen, wer gehen könnte? Dann wäre gut, wenn du Urban mitnimmst. Der Kerl macht nur Ärger und ich habe genug von ihm. Seit dieser Mistkerl aus der alten Mine zurückgekommen ist, kommt er jeden Tag sturzbetrunken in meine Taverne und verprügelt meine Gäste. Warum verprügelst du ihn nicht einfach selbst und du wirfst ihn einfach aus der Taverne raus? So einfach ist das nicht. Ich habe Jekyll und ein paar seiner Kumpels um Hilfe gebeten, aber ohne Erfolg. Diese Idioten sind neidisch darauf, dass ich den Laden betreibe. Sie nehmen es mir übel, dass Thoris mir die Leitung übertragen hat. Wenn ich Urban selbst besiegt hätte, würden sie sich auf seine Seite schlagen, nur um mich zu ärgern. Und was, wenn die sprichwörtliche Sense den Stein trifft? Ich glaube, ich kann mir denken, was du meinst. Wenn das so ist, sollten wir die Modalitäten ausarbeiten. Wenn Urban sich mit jemand Wichtigem anlegt, wird er zur Strafe sicher in die Mine zurückgeschickt. Schon vor einigen Jahren erteilte Aleph das gleiche Schicksal. Der Kerl hat sich immer über die Gardisten lustig gemacht und ihnen Dinge gestohlen. Verdammt, das war damals ziemlich lustig. Aber ich habe ihn schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, also ist er wahrscheinlich tot. Zurück zum Thema. Komm nachts hierher, leg einen Köder für Urban aus und wenn er ihn geschnappt hat, führ ihn zu Jekyll. Mit etwas Glück klappt der Rest von alleine. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Der letzte... Vor allem, wo ist Urban? Also Thompson ist schon hart besoffen. Und der andere Kerl lümmelt auch hier rum. Aber er hat ja auch gesagt, nachts. Fletcher, hör mal, ich hab deine Ablösung. Warte, ich komm. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich hab Tripp mitgebracht. Er ist nicht gut drauf, aber was soll's. Er sitzt seit ein paar Wochen in der Kneipe und tut so, als würde er arbeiten. Außerdem kassiert er Schutzgelder. Ist clever, mein Mann. Ich denke, er wird sich hier gut machen. Ja, und wo gehst du jetzt hin? Erstmal runtergefallen. Aber, Ablösung für Fletcher erledigt. Wenigstens eine Sache. Ja, guck ich mal, ob das mit Naldur jetzt geht. Vielleicht ist jetzt 20 Uhr die perfekte Zeit, um sich zu prügeln. Ralf hat nur Keulen. Warte mal, Ralf. Hast du eine Keule, für die man eventuell 32 Stärke?
Nee, der hat nur 40. Boah, was ein blöder Sprung. Das bringt uns natürlich nichts. Sonst hat er auch nichts von Wert. Das ist das Schlimme, ich habe so viele Items und trotzdem hänge ich irgendwie so ein bisschen fest. Das ist schon eine Tragik hier, muss ich echt sagen. Lass mich mal vorbei. Ja, und dass der Gomez betrügt, will ich ihm jetzt nicht unter die Nase reiben. Zumindest noch nicht. Soll ich Naldo einfach vermöbeln? Oh, der Chef kommt. Lass mich raten, wenn ich mit dem red, werde ich umgebracht. Die haben sogar andere Rüstungen, ne? Als die normalen schweren Gardisten. Nee, mit dem sollte man nicht reden. Das ist nämlich der Standard-Talk. Und wenn wir da nicht irgendwie schon was gemacht haben, dann bringt er uns einfach um. Also schön, dass ihm seine Elite-Einheiten noch eine eigene Rüstung haben. Ob man die kriegen kann? Bestimmt. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir mit Naldor vor? Ach man, einfach boxen? Das ist bestimmt Quatsch. Steck die Waffe weg! Schon wieder ein Kampf! Wir haben damals mehr ausgehalten. Das glaube ich gern. Jetzt ist nur die Frage, bleibt er aggressiv oder regt er sich ab, wenn ich... Wenn einfach so ein Kampf vom Zaun tritt, darf ich eigentlich nicht. Es macht doch keinen Sinn, dass er mir keinen Schaden verursacht. Ne? Bei mir, das ist auch sehr skurril. Ah, ein Kampf. Nein, hier gibt es keinen Kampf. Das wird dir noch leid tun. Bubble nett. Warte mal. Willst du dich nochmal mit... Ja, sicher. Willst du dich noch... Ja, irgendwie, das ist doch nett... Das ist doch nicht sinnstiftend hier, was ich hier mache, oder? Also, jetzt haben wir den Gardist, der uns die ganze Zeit angreifen wird, jetzt vermutlich. Können wir gleich mal kurz testen. Gehen wir mal kurz weg. Gehen wir mal wieder hin. Gut, das war weit genug weg. Okay, der bei wenigstens cool. Und lässt uns in Ruhe. Vorerst. Bis wir uns mit ihm anlegen. Das heißt, wir gehen mal unten rum und schauen mal, dass wir ganz schnell zum Ehrens kommen. Ich dachte, das wäre schon lange. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie dem noch gar nicht sagen können, dass sie den verprügelt haben. Weil wir ihn ja auch einfach so hinterrücks angegriffen haben. Ne? Also verprügelt war jetzt das nicht unbedingt. Und hier ist der Samuel. Der verkauft Rezepte. Man darf auch nicht alles glauben, was man... Interessiert mich aber herzlich wenig. So, wo ist denn das andere Arschloch? Der war hier, oder was? Auf dem Platz? Ja. Achso, ich hätte vielleicht dem erst das Erz geben sollen. Ja, ich hab das Erz. Lass uns also zu Sketty gehen. Läuft dem hinterher, oder was? Ja, Freunde, dann gib mal ein bisschen Gas. Das macht er nicht wirklich in dem Tempo, oder willst du mich verarschen? Das ist doch ein schlechter Scherz. Also das ist ja komplett bekloppt. Wer hat sich das überlegt? Also da muss ich sagen, bei all den Stärken, die die Mod mir hier offeriert und präsentiert, sie hat auch Schwächen. Also das mit der Aggro-Range ist vielleicht generell ein Spielfehler oder so. Das könnte an Gothic 1 liegen. Oder an irgendeinen anderen unerklärlichen Faktoren. Deswegen, da will ich gar nicht meckern und das mit der erhöhten Schwierigkeit ist natürlich kein Fehler, sondern genauso intendiert. Das kann einem gefallen oder nicht. Aber sowas, dass der jetzt hier so langsam läuft, das ist, also das hätte ganz klar nicht sein müssen. Das ist eine Designentscheidung, mit der bin ich einfach mal nicht zufrieden, weil es macht keinen Sinn. Das hätte man einfach lassen können. Das hätte man einfach lassen können. Der hätte einfach normal laufen können. Der muss nicht sprinten, ist okay. Aber der könnte wenigstens normal laufen. Das ist ja hier wirklich absurd. So, jetzt sind wir bei Sketty. Boah, ist der langsam. Zum Glück habe ich seinen Kumpel schon niedergedroschen. Ob das sinnvoll war, werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall wird der Kampf einfacher. Aber wir hätten den vermutlich ohnehin geschlagen. Was willst du?
Ich würde gerne auf einen Kampf setzen. Der schmutzige Kerl gegen Naldur. Ich setze 100 Brocken auf Naldur. Ich habe 100 Brocken erst auf mich gesetzt. Na, das ist ja eine Überraschung. Seid ihr in Streit geraten? Nicht meine Schuld. Der Kerl will nur schnell sein Erz loswerden und in die Mine zurückkehren. Das werden wir ja sehen. Na schön, Wetten angenommen. Die Kämpfe finden am Abend ab 19 Uhr statt. Kommt zu dieser Zeit in die Arena. Naldur wird bereits dort warten. Ja, ist er schon da? Ist er tatsächlich? Hallo Feuerspucker. Hallo Naldur ohne Leben. Also, du bist derjenige, gegen den ich kämpfen muss? Sollte nicht lange dauern. Fangen wir an. Würde ich auch sagen. Ein Kampf! Alter, der Feuerschlucker, der hat aber richtig lange Leitung. Haben wir noch irgendwas rumfliegen? Kann man hier was aufsammeln? Nee, ne? Hallo, Herr Gomez. Ich kämpfe im Namen eurer Ehre. So verleiht mir eure Gunst. So, der Kerl ist niedergedroschen. Ja, guck mal die Schnauze. Warte mal. Loser. Du hast mich besiegt. Ich habe deine Stärke unterschätzt. Ja, so kann man es auch sagen. Du hast den Kampf gegen Naldur gewonnen. Gemäß der Vereinbarung erhältst du einen Betrag und 100 weitere Brocken Erz von Ehrens. Also deinen Betrag und 100 mehr. Du hast einen guten Eindruck hinterlassen. Ich persönlich bin froh, dass es endlich jemand Ehrens gezeigt hat. Dieser Opa scheint es hier nicht so gut zu haben. Okay, was für Opa. Jetzt ist es an der Zeit, zurückzugehen und Ehrens Reaktion zu sehen. Komisch, dass er jetzt vermutlich wieder am Markt rumlümmelt, was in meinen Augen auch keinen Sinn macht. Der sollte eigentlich jetzt hier sein noch, aber nun gut. Was soll's? Immerhin haben wir unser erstes Duell gewonnen, auch wenn es gegen irgendeinen Buddha-Lümmel war. Aber egal, was soll's. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.